Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer, der Tiberium-Konflikt, Ausnahmezustand auf Seiten der Nott. Ganz genau, liebe Leute, und ja, wir waren ja beim letzten Mal hier, ne, und hatten diese heftige, heftige Mission. Jo, und direkt mit einer geilen Mucke. Selbstverständlich, ja. und ja, ich muss mich hier nach wie vor wieder aufbauen. Der Gegner hier ist hier oben, Leute. Der kommt da schon wieder angeschissen mit Einheiten. Oh Mann, ey. Oh. Was? Zum Glück habe ich das rechtzeitig gesehen. Oh Mann. Alter Schwede. Okay, haut los ab, Sammler. Haut los ab. Ihr könnt auch direkt hier rein. Richtig. Lasst euch nicht von den Panzern glatt machen. Und ja, wir waren hier dabei. Uns weiter aufzubauen für unseren letzten Schlag hier. Weil schaut euch das an, wie viele Einheiten der baut. Das ist doch wirklich nicht mehr wahr, Leute, ey. Ja, ich weiß, dass ich keine Kohle mehr eigentlich hab, ne? Komm du hier hin und geh du schon mal rein. Ich brauche jetzt hier das Geld, Leute. So. Dann repariert mal bitte, weil da kommt der jetzt nämlich jetzt gleich angeschissen. Geh du bitte direkt hier rein. Ich hoffe, dass das ausreicht, ey. Ich hoffe, dass das ausreicht hier. Ah. Komm, genau. Und zack. Und zack. Und zack. Sehr schön, Leute. Huh? Was zur... Hä? Warum fehlt denn da die Energie? Hä? Verstehe ich nicht. Gut, Kohle verschwendet. Scheiße. tödlich hier, auf jeden Fall. Ja, blöd, ne? Blöd. So, dann geht ihr mal bitte da oben sammeln. Er kommt doch wieder mit seinem Scheiß da. Okay. Und ja, dann machen wir mal weiter an diesem Freitagabend. Wochenende. Und was wäre ein Wochenende ohne Command & Conquer? Wirklich, liebe Leute. Und bam. So und so. Genau, Leute. Dann repariert das bitte. Repariert das bitte vernünftig hier. Und ja, dann würde ich mal sagen, machen wir mal hier weiter. Wir bauen hier weiter unsere Gummipanzerarmee auf. Und der kriegt irgendwie hier wieder seine scheiß Spawner. Okay, verstehe. Leute, der hat schon wieder seine scheiß Spawner da. Das nervt doch. Also wirklich. Und ja, der andere Sammler, der kann mal bitte hier hinfahren. Ach du Scheiße. Die fahren nebeneinander her, ne? Und der hat einfach keinen Bock mehr. Ja gut, dann fahr doch da rein, Mann. Was ist daran so schwer? Ich brauche die Kohle hier, Leute. So, Mann. Der wollte gerade auf meinen Sammler schießen, oh mein Gott. So, dann machen wir Pause. Weil dann kann ich das nämlich hier fertig reparieren, das Zeug. Und ja, ich würde eigentlich gerne seinen Sammler platt machen. Ne? Aber ich befürchte, dass wenn ich den angreife... Oh Mann. Ich befürchte, dass wenn ich den angreife, dass er dann richtig kommt. Ne? So, aber... Wir leben noch und... Ja, das ist der, klaut hier die Kohle weg, ne? Das ist schon dreist. Aber nicht schlimm. So, zack, zack. So. Sehr schön. Weil ich glaube, dass, wenn wir die Gummipanzer bauen, ich glaube, das wird nämlich ausreichen. Da kommt schon der nächste. Ich hatte eigentlich geplant, Leute, hier die Flammenpanzer aufzubauen, aber... Ich glaube, das kriegen wir nicht hin, weil die sind einfach viel zu teuer, die Flammenpanzer. Die Gummipanzer kosten 200 weniger. Das ist doch auch schon mal gut. Und dann würde ich sagen, stelle ich die Einheiten mal hier oben hin.
So, ganz genau. Ein Turm an jeder Seite, das muss doch erstmal reichen. Und dann stelle ich die Gummipanzer hier hin, bevor der scheiß Sammler wieder kommt. Weil jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los mit der Schlacht. Schau ich das an. Blödes Ding, du. So, mach den platt. So, und weg damit. Um Gottes Willen. Geht bloß aus dem Turm da raus. So, perfekt. Hey, das haben wir doch ganz gut überstanden hier. So, dann kann ich das ja eigentlich schon versuchen, ne? Ich kann ihn eigentlich schon abschwächen hier. Das sollte eigentlich klappen, Leute. Sehr gut. Dann machen wir das mal. Ja, das ist wieder da unten. Macht ihr mal bitte da und hier unten. Genau. So. Da macht ihr diesen scheiß Raketenturm weg. Genau. Den hier auch bitte. Macht den doch mal schneller platt. Was ist denn das da los hier? Und bam. Und hier den auch. Bam. So. Die Energie platt machen. Sehr schön. Ich habe doch noch diesen Hubschrauber, oder? Leute. Er hat auch einen Hubschrauber. Da ist der Ionenschlag. Macht den mal bitte weg. Der nervt mich nämlich auch immer abgrundtief hier. Und tschüss. Hä? So, jetzt aber, genau. Und tschüss hier. So, liebe Leute, dann macht die Waffenfabrik im Arsch. Da steht sogar eine Einheit drin. Oh Mann, ey. So. Da haben die paar Gummipanzer ja sogar schon gereicht. Ist doch schon mal gut. So, macht die Energie platt, damit die ausgehen, Leute. Macht die Energie platt. Geh auf die Energie drauf. Ha, sehr schön. Da funktionieren sie schon nicht mehr. Geil. Alles klar, Leute, dann. Er kann nichts mehr machen. Oh mein Gott, ist das geil. Der kann nichts mehr machen, der Sack. Ach, wie geil. Wie geil. Okay. Sehr schön. Dann haben wir jetzt auch unseren Fortschritt hier in der Mission. Oh mein Gott. Ja, jetzt kommt er angeschissen. Ja. Der hat aber nichts mehr, was er hier machen kann. Ha! Sehr schön, ich habe ihn hier platt gemacht. Ja. So. Dann geht's mal weiter. Sammler. Ich will es ja nicht drauf anlegen, ne? So. Oh, was ist der denn da? Das ist Sammler. Das heißt quasi schon, dass der schon aufgegeben hat hier. Ja, geil. Och. Hat er jetzt tatsächlich noch meinen Turm hier platt gekriegt? Na gut. Na gut, du Sack. Na gut. Aber das passt schon so. Flatsch. Gut, liebe Leute. Dann machen wir jetzt noch mit den Gummipanzern hier den Rest platt. Dann war da der doch nicht mehr so schwer, ne? Also, das ging doch schneller, als ich erwartet hatte. Und jo, Leute. Dann, wie gesagt, freue ich mich, dass ihr wieder hier dabei seid. Beim guten alten Command & Conquer. Und, ja. Wie wir jetzt hier die zweite Mission von dem Add-on der Ausnahmezustand erledigen. Das ist ja ein richtig geiles Add-on. Na, komm schon. Kann man das hier nicht so machen? Ach, ich glaube mit Shift-Taste, ne? Oh, draußen fliegt wieder ein Flugzeug rum. Genau, mit Shift-Taste war das, dass man da Einheiten zur Armee hinzufügen kann. So. Dann macht diese Dreckstürme hier weg. Seine letzte Verteidigung hier. Dann haben wir das nämlich hier aufgeräumt. So. Ich könnte eigentlich Artillerien bauen jetzt, ne? Das sind eigentlich nur noch Gebäude. Ja, dann bauen wir zwei Stück. Komm. Und bam, bam, bam. Die Artillerien, die machen nämlich die Gebäude viel schneller platt als die Panzer. Das ist das halt. So, Leute. Und bam. So. Da seht ihr das, der hatte ordentlich Kohle gehabt, der Typ. Ordentlich. Das sind nämlich volle Silos. Und ja, dann haben wir das gleich. Sehr schön. Da ist gleich noch diesen Orca-Platz hier. Diesen Heliport. Und dann haben wir das Ding. Hat ja auch lang genug gedauert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
die Artillerie warte ich jetzt nicht mehr. Das tut mir zu lange. Da habe ich sogar noch einen Gummipanzer dabei. Na gut. Jo, Leute, wie gesagt, die Mission hat auch lang genug gedauert jetzt. Wir haben echt nur so einen kleinen Dings da bekommen und mussten uns da durchkämpfen. Ey, das ist echt heftig gewesen. Aber am Ende sind wir doch immer siegreich hier. Wie immer, Leute. Jetzt brauchen wir sogar schon Silos. Aber das war's doch schon. Sehr schön. Gut. Alles klar. Nach 10 Minuten. Oh, was ist... Cutscene, Leute. Kenne ich gar nicht. Cool. Ja, Leute, das war die Atombombe. Ganz genau. Coole Cutscene, die kannte ich noch gar nicht. Boah, schau dich das an, Leute. 440 GDI-Einheiten. Meine Fresse, ist schon ordentlich. Gut, Leute, was haben wir denn hier in der Bonusgalerie noch? Eine Schatzkiste im Inneren. Ach, wieder so eine Videokassette hier. VHS der VQ-Filmsequenzen von der Tibirum-Konflikt am 3. Jahr 2019 in einem Lagerschrank bei Electronic Arts Los Angeles entdeckt. Typische VHS-Kassette aus den 90ern. Cool. Okay, Leute, dann geht's mal weiter. Ausnahmezustand. Mission 3. Rausschmiss. Hört sich auch lustig an. Dann bin ich mal gespannt. Das ist ein Bauhof, Leute. Das ist ein Bauhof. Ja, wie der Bauhof sich aufbaut. Oh, geil. Flammenpanzer. Okay, Leute, Rausschmiss. Die GDI gewinnt in dieser Region ungehindert an Einfluss. Errichten Sie eine starke Angriffsbasis und beseitigen Sie die Feinde im Gebiet. Eine nahegelegene Stadt könnte sich als gute Position für unsere Basis erweisen, doch vorher müssen Ihre Bewohner überzeugt werden, in Anführungszeichen, den Ort zu verlassen. Ja, super. Mammut! Mit Flammenpanzern gegen den Mammut? Das geht doch nicht gut. Das geht doch nicht gut. Okay. So, der Mammut ist weg. Was zur... Da fährt noch ein Mammut rum. Nö, da muss ich nochmal laden. Scheiße. Oh Mann, was war das denn, ey? Einmal nach oben gefahren. Und schon hier, ja... auf einen Mammutpanzer getroffen. Das ist ja wohl nicht wahr. Das ist ja wohl echt nicht wahr. Okay. Hier links, ne, war das, glaube ich. Das ist auch ein Mammut. Was zur Hölle? Hier kommen nur Mammuts an. Was ist das denn? So. Ja. Mammut, was habt ihr für eine Route? Ey. Das ist ja wohl nicht wahr. Was soll ich denn hier machen? Blöder Mammutpanzer. Ich kann doch mit den Flammenpanzern nicht gegen Mammuts hier... Bitte was? Bitte was? Hier ist alles abgeriegelt mit diesen Mammutpanzern. Okay, gut. Also ich muss direkt nach rechts oder sowas, ne? Ja, da sind aber auch Mammuts. Was ist denn das für ein Kack? Was ist denn das für ein Kack? Also links ist scheiße. Okay.
links erstmal nicht hinfahren. Gut. Dann hier nach rechts. Okay. Fahrt hier nach rechts, Leute. Und bam. So. Lass diesen scheiß Mammut einfach in Ruhe. So. Gut. Mach den Bauhof. Da oben, da ist noch ein Mannequin hier. So, zack. Gut. Einfach hier nach rechts fahren irgendwie, ja. Okay. Und bam. So, wir sollen uns hier aufbauen, haben die gesagt, ne? So, Leute. Hier sollen wir uns aufbauen. Hier ist aber nicht viel Platz. So. Ah, da haben wir Kohle gekriegt. Sehr gut. Und dann hier, bam. Mammut, lässt du meinen Bauhof in Ruhe? Lässt du meinen Bauhof in Ruhe? So, dann. Möglichst wenig Stress machen hier. Und dann sollen wir uns hier aufbauen. Okay, dann bau dich mal auf. Okay. Überzeugen die Bürger heißt einfach hier abmetzeln. Ja, klar. Typisch not. Also wirklich, ey. Typisch not. Ja gut, okay. Oh, der Bauhof kann aber schnell bauen. Okay, finde ich gut. Okay, dann Mannequin-Fabrik. Dann bauen wir uns mal hier auf, ja. Gut, Hand von Nord. Großkraftwerk, bitte. Also ich habe mich jetzt hier ganz hier unten hingebaut, weil ich ja nicht weiß, wo ich hier hin muss, ne? Also von daher sollte das passen. Gut, dann Energie dahin. Dann bitte noch eine Raffinerie. So. Dann flammieren wir uns mal hier weiter durch. Flambieren wir uns hier durch, so. Und dann hier diese Öldinger noch platt machen, genau. Keine Ahnung, was die bringen sollen, aber gut. Oh, die einfach platt, weil wir so, weil wir es können. Oh! Oha. Okay. Luftangriff. So, dann die nächste Raffinerie und dann direkt ein Flugfeld. So. Sehr schön, Leute. Sammler, was machst du da? Fahr doch hier unten hin. Bist du bescheuert? Da steht nämlich dieser scheiß Mammut rum. Okay, gut. Dann haben wir natürlich mal wieder keine Kohle. Aber erstmal ein Standbein. Das heißt, dann würde ich sagen, Mission 3 Add-on. Können wir das mal speichern. Und ja, ich hoffe, dass euch das nach wie vor hier gefällt, wie wir hier mal eine Conquer-Tiberium-Konflikt zocken. Dann schaue ich das mal an, Leute. Die Uralt-Grafik hier, ey. Oh Mann. Das ist schon übel. Schaut euch das an. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass das mal so aussah, ne? Gut. Sieht schon ein bisschen besser aus, ja. Okay, Leute, dann kriege ich mit dem gleich das Flugfeld fertig, das ist gut. Und danach kann ich mich dann weiter aufbauen mit Radar und Verteidigungstürmen vor allem. Und zack, und Radar, so. Gut. Haben wir hier irgendwas Interessantes? Noch nicht, Leute, noch nicht. Okay, alles klar. Oh, was macht er denn jetzt? Guckt er da mit dem Panzer an? Der Panzer, der macht mich jetzt hier kalt, ne? Das ist ja so. Leider. Gut, dann schießt ihn ab, oder? Keine Ahnung. Macht irgendwas! Wartet mal, wo will der hin? Was machen die? Och. Och. Okay. Ja, dann lass die abhauen. Ich meine, okay. Verteidigungsturm, bitte. So, ich brauche 150 Energie. Ja, das reicht. Oh mein Gott, es will! Oh Gott, zieh die raus, Mann. Nein! Nein! Oh, Mann. Nicht die Raffinerie! So. Oh mein Gott. Nicht die Raffinerie, bitte nicht. Na komm schon. Komm schon, Turm. Komm schon, du! Ach, verdammt.
Raffinerie verloren. Scheiße. Ach, verdammt. Raffinerie verloren. Okay, egal. Ich kann noch eine bauen. Alter, so. Grenadier? Okay. Ja gut, das ist egal hier. okay. Meine Güte. Boah, hat er mir meine Raffinerie weggenommen, der Sack. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Leute. Absolut nicht schlecht. Ja gut, komm dann. Mit dem Invasor noch? Oh Mann. Ich brauche diesen Verteidigungsturm da, ey, unbedingt. Da kommt er schon wieder an. Ja, okay. Aber, sollte passen. Ich habe ja diesen einen Turm da. Oh Mann, ey. So. Und bam. Bam. Genau. Jetzt kommt er mit dem Mammut an. Bam. Ja. Und tschüss. So. Sehr schön. Zum Glück sind die blöd, die Einheiten. Dass die wirklich voll auf diesen Turm da gehen. Ach du meine Güte. Das ist auch so ein sneaky Anfang hier, ne? Ich merke das schon. Ich komme noch nicht mal dazu, Einheiten zu bauen hier, ey. Aber dafür habe ich jetzt drei Sammler. Ist das denn nix, sagt mal? So, okay. Dann ein weiteres Großkraftwerk, bitte. Ja, komm. Die Männchen, die können ja eh nichts anrichten. So, gut. Habe ich jetzt vier Sammler sogar? Ne, drei. Okay, drei. Alter! Das ist ja mies! Hat der wieder so ein Schrott-Tiberium... Ach, Tiberium sage ich schon. Ionenschlag, Mann, ey. Der muss fertig werden. Der muss fertig werden, der wird aber nicht fertig. Ja, kann ich nichts machen. Der dritte Sammler ist schon wieder weg. So, ja toll. Nicht, nee, 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 nicht der auch noch. Ja, Leute. Genau. Leute. Ihr seid doch bescheuert. Na toll. Das kann ich da noch nicht mal. Dann Bauschützen. Komm. Ja, dann macht die platt hier, diese Mannequin. So. Meine Güte, ey. Wo ist der jetzt? Wo sind die hingefahren, die Panzer? Das war ja dreist, ey. Puh. Okay. Nochmal neu ordnen jetzt hier. Radar habe ich noch, das habe ich noch. Ich habe eigentlich alles. Werkstatt kommen, weil ich möchte hier oben zumachen, bitte. Wenn das denn geht. So. Und dann haben wir uns ja schon fast hier aufgebaut. Ah. No mercy. Genau. Mercy is for the weak. Genau. Oh Mann. Okay, Leute, dann. Zack. Und hier bitte einmal ein Obelisken hin. So. Mercy. Da kommt er schon wieder. Ja, aber gut, das ist, okay, so. Komm, mach es hier. Alles klar. Was macht der? Was macht der da? So. Dann angreifen. Los, bam. Und hier auch. Zum Glück, ey. Diese Verteidigungstürme sind einfach ein Muss. Gut, liebe Leute. Dann hier noch einen Turm hin. Und am besten noch ein Großkraftwerk. Und dann haben wir die Folge eigentlich auch gleich schon wieder voll. No mercy. Genau. Mercy is for the weak, ja. So. Alles klar, wo kann ich das denn hier hinbauen, Mann? Ja, mach das da hin, mein Gott. Und ja,
Dann könnte ich noch hier diesen Tempel bauen und dann haben wir das. Dann haben wir hier unser Standbein. Stell die Medikamente da oben hin, bitte. So, in the name of Kane. Genau. Das Lied warte ich noch ab. Da. So, geiler Soundtrack hier. Das ist unfassbar, ne? Wie der einfach einmal schießen kann. So. So, liebe Leute, dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.